Weil ansonsten sieht das scheiße aus. Ich bin noch gar nicht online. Aber ich spiele noch offline. Oh lol. Jetzt noch, ihr beiden? Mein Gott. Ich kann nicht plündern. Lass mich doch plündern. Ah, ist immer noch Tutorial, ja. Ich glaube auch. Gut, dass ich Tutorial nicht plündern kann. Was ist das denn? Auch hier geht's. Den kann ich nicht plündern, warum auch immer. Kann ich auch nicht plündern. Stimmt nicht mit euch. Ist das eine Kopfbedeckung oder ist das eine Kopfbedeckung? Tarotkarte. Ich weiß zwar nicht, was die macht. Kaufbare Gegenstände werden freigeschaltet, wenn dein Rang sich erhöht. Jo, das wissen wir. Hat der für eine Kopfbedeckung? Hat der noch einen schlechteren Hut? Ist halt die Frage, soll ich im Third Person spielen oder First Person? Also mir ist es relativ egal. Ich kenne es jetzt als Third Person. Den kann ich auch nicht blenden, doch. Aber dadurch, dass ich hier halt wahrscheinlich immer... Das Plündern ist noch buggy, ne? Also theoretisch kann ich plündern. Aber irgendwie auch nicht. Schon den Banditen, deine Ehre zu erhöhen. Hau ab, sag ich dir. Ganz schnell, du. So, gucken wir mal in die Schatzkarte. Oh, es wird sogar mal direkt markiert. Perfekt. Sind wir. Wo ist es denn? Wo sind wir denn? Oh. Hallo? Ach, hier unten sind wir. Alles klar. Kann ich jetzt hier schon sagen, online? Nee. Da stand gerade, du sollst ihn töten. Nein, ich kann mir aussuchen, ob ich ihn töte oder nicht. Das ist ein kleiner, feiner Unterschied. So, haben wir noch irgendwie was Schönes? Ah. Kann ich in diesem Spiel nicht springen? Och, warum komme ich dann hier nicht hoch? Komm an die verfluchte Kiste nicht ran! Hallo? Kiste? Ich veräppel? Stellungen? Steuerung? Falls bewegen, laufen, schleichen, springen. Ich bin einfach zu gutherzig. Ich werde auch ein sehr gutherziger Online-Gamer werden. Es ist leider so. Das werde ich gar nicht abstreiten. Komme ich jetzt nicht an die verfluchte Kiste ran? Gebt doch mal das Gerümpel hier weg.
Hier komme ich hoch, oder was? Mhm. Warum wird mir das nicht gegönnt? Gute Nachricht, wir müssen schon mal nicht verhungern. Die schlechte Nachricht. Ich komme nicht an die Kiste ran. Oh Mann. Sieht's aber auch aus, liebe Leute. Widerlichst. Oh, ich habe mich gerade dafür entschieden, First Person zu spielen. Ab und zu werde ich mal in Third Person gehen, um mein Aussehen mal zu präsentieren, aber ansonsten... Das Lustige ist, also ich will jetzt nicht spoilern für diejenigen, die das Spiel noch nicht gespielt haben, aber dieses Gebiet ist quasi das Gebiet, was man im Story-Modus nie zu sehen kriegt, wenn man die Quest spielt. Also kann ich euch ans Herz legen. Oh, hier, guck mal. Aber lange Finger habe ich schon immer gemacht. Davon werde ich nicht absehen. Nee, aber ihr könnt dann, wenn mein Story-Modus quasi, der kommt ja auch auf YouTube, ne? Da könnt ihr dann sehen, wie ich dann jetzt den Rest noch dann, also wie ich dann auch dieses Gebiet noch bereise. Könnte nur 2 Monate dauern, bis die Folge dann da ist. Wichtig ist gerade am Anfang alles mitzunehmen, was nicht nied- und nagelfest ist. Blöderweise gibt es ja nicht so viel. Aber ich werde mir schon mal angewöhnen, regelmäßiger zu essen. Damit ich nicht wieder verhungere. Hätte übrigens gesehen, es gibt 3 Währungen. Die Ingame-Dollar. Dann gibt es Goldbarren. Die verdient man sich durch Aufträge und so dazu. Und dann gibt es noch diese blauen Punkte. Das ist, es gibt ja hier Rollen in Red Dead Redemption Online. Und die kannst du quasi, ja, da kannst du eine aussuchen. Und wenn du dann was machst, verdienst du dir Punkte dazu, so wie ich das mitbekommen habe. Wie kann ich hier ein Partout anhalten? Geht gar nicht. Auf der PlayStation gibt es eine Taste, um langsamer zu reiten. Scheinbar gibt es die hier gar nicht. So, da ist die Kiste. Was ist denn das auf R? Ist ja total komisch. Möchte ein Pferd. Da, mit Goldbank kannst du bestimmt Gegenstände kaufen, da kam es gerade. Ich habe einen Gutschein für eine Fähigkeitskarte erhalten. Diese kannst du einlösen, um deine erste Fähigkeitskarte zu erhalten.
Wo ist er denn? Ah ja, er kennt Season. Da oben. Ach du Gott. Deadeye. So, was kann ich jetzt hier machen? Konzentriert das Feuer 1. Während Deadeye aktiv ist, verursachst du und dein Teammitglieder etwas mehr Schaden. Wenn Teammitglieder die gleiche Karte ausgerüstet haben, wird der Effekt nicht kombiniert. Holzfeuer, während Deadeye aktiv ist, kannst du Ziele markieren. Drücke ab, um auf alle Ziele zu feuern. Jeder Schuss verbraucht Deadeye. Defensive Spieler können weder markiert werden noch andere Spieler markieren. Kurze Verschnaufpause, während Deadeye aktiv ist, stellst du allmählich Gesundheit wieder her. Da leistest du Schaden mit Deadeye beendet. Oh, eine gute Frage. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mein Kumpel genommen hat, deswegen werde ich das erstmal aussparen. Ich kann nicht zurückgehen. Ein Klassiker. Wir nehmen erstmal das hier. So, ich weiß gar nicht. Ich setze eine Deadeye-Karte, drücke irgendwas, während du zielst, um Deadeye zu aktivieren. Okay. Gut. Auch geklärt, wie das funktioniert. Ich bin gut, ich bin froh, dass wir so um die 60 FPS halten, aktuell. Bin mal gespannt, wie das abläuft, wenn wir dann in die Stadt reiten. Ich bin so ein bisschen mein Pferd aus dem Story-Modus gewöhnt. Und das kann wesentlich mehr ab, sagen wir mal so. Und eine Möglichkeit, das Pferd zu tätscheln. Aber da weiß ich jetzt leider auch nicht, wo es das gibt. Hier auf den Schienen, ne? Ist gerade ganz ungünstig. Zu Pferde, Pferd pfeifen, springen, Nahkampfmodus, rennen. Steuerung. Geh. Okay. So wirklich macht er jetzt nichts, würde ich sagen. Ach, das kann ich nicht während des Reitens, okay. Interessant. Ich muss dafür wirklich... Also ich darf nicht schnell reiten, sagen wir mal so. Ich möchte das Pferd nicht tätscheln. Halte gedrückt, um die Spielersuche zu beginnen, drücke F, um die Missionsdetails anzusehen. Harley hat vorgeschlagen, dass du dich mit dem Pferdedieb Clay Davis triffst, um alles über Pferdediebstahl zu lernen. 1 bis 4 Spieler. Ja, muss ich jetzt suchen? Gut, dann machen wir das.
würde die Story jetzt auch einfach so machen. Spiele 1 vor 1. Also mache ich das dann doch. So nicht. Auf Missionen und verbrauchbare Gegenstände, okay. Easy, los geht's. I win again. Did Hortley send you, Pop? I'm Clay Davies. This is my brother, Clive. He don't talk. Maybe you two will get along better. Maybe not. Listen, gerade für die, die jetzt überspringen, weil ich will die Story mehr anhören. There's a gang of ne'er-do-wells. They are a bunch of degenerates, not good people. They're out at Rathskeller Fork with a bunch of horses they stole from me. Well, that's a lie, but they stole them off the fella I was gonna steal them off of. Maybe you could get them for me. You think you could do that for me, Pop? Oh, look. Here are your friends. Well, good. Meet me at the stable at Tumbleweed once you have the horse flesh, and I'll pay you good. Oh, and Pop, Horley wanted me to remind you any decent work you can find, take it. But just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive! Ich finde es super, wie die alle schon irgendwelche Klamotten haben. Und ich nicht. Okay, na dann. Und somit sind wir im Online-Modus. Herzlich willkommen, liebe Leute. Die anderen scheinen auch schon bessere Pferde zu haben. Der eine ist schon mal direkt stehen geblieben. Ah, ich liebe Random Lobbys, da kommt immer Freude auf. Ich muss dann nur einmal drauf drücken. Achso, ich muss mir jetzt ein Pferd klauen, ne? Das wird dann mein zukünftiges Pferd, glaube ich. Ha!
Eins kann ich euch sagen. An der Blaze ist das um einiges leichter. Zeug hält. Ich habe auch gerade vergessen, wie man sich nach hinten umguckt. You dead right, ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Cripps up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. Okay, also wird das doch mein zukünftiges Pferd. Come on. Ich habe wahrscheinlich den schlimmsten Klepper ausgesucht, den man sich aussuchen kann. Ja, was haben wir jetzt für ein Pferd? Sehe ich das hier direkt? Spieler? Nee. Doch, das ist das Pferd, ne? Ja. Den schlimmsten, den man wieder sich suchen konnte. Ja. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendwelche Tutorials, wie man sich das beste Pferd ergaunert hat. Ich habe wieder das Schlimmste gekriegt. Einer hat sich ja direkt ausgelockt aus der Session, der wollte bestimmt ein Pferd haben, was sich ein anderer gesnackt hat. So, eigentlich soll ich doch jetzt mit jemandem quatschen. Warum zum Henker? Ja, es ist halt wirklich 1:1 die Karte aus dem Singleplayer, logischerweise. Und halt auch immer noch nicht online. Oder... Dann kann ich das hier... irgendwo... einstellen, Online-Option. Kann seine Gehstile ändern?
Okay. Ich soll ja in meinem Lager da mit dem Typen sprechen, ne? Kann ich ihn theoretisch... Theoretisch kann ich es umziehen. Wo ist denn mein Lager überhaupt? Er hat es noch nicht aufgebaut, kann das sein? Ah. Das ist cool. Okay, okay, okay. Too many, I guess. Tja. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich hinreiten soll. Schon, warte mal, das ist doch gar nicht mein Pferd. Ich habe doch jetzt gerade ein klappriges Schindmeere gerufen, oder? Ja. Okay. Kann mir jemand sagen, wo ich hier mein... So, wahrscheinlich muss ich zum Stall reiten. Erstmal. Mein wohlverdientes Pferd holen. Was ist denn? Pferd ist wieder tot. Doch nicht. Also die Steuerung ist etwas hakelig mit dem Pferd. Ich meine, das ist nicht wie so auf der PlayStation, wo das Pferd dahin reitet, wo du hinguckst. Nämlich etwas Kacke. So. Wo haben wir denn mein Pferd? Pferdezubehör und Dienste. Mein Dropbox ist aktuell voll. Das ist ja interessant, Dropbox. Danke dafür. Ich habe eigentlich ausgeschalten, dass ich das kriege, aber... Pferd umbenennen. So, habe ich. Geht nicht. Hat der jetzt irgendwie gemeckert? Hat wahrscheinlich schon jemand diesen Pferdenamen, wa? Olli? Bumper?